What's up, moin Leute, Wano hier am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Things. Wir sind heute unterwegs mit Linebacker im Panzer 3-4 im Zuschauer-Replay Nummer 198. Hint, hint, am Montag gibt es dann das 200. Zuschauer-Replay als Livestream und alle Replays, die ich bis zu dem Zeitpunkt eingeschickt bekomme, werden im Livestream von mir gezeigt, kommentiert und wir können uns dann ein bisschen darüber auslassen, ob man vielleicht was besser hätte machen können oder auch nicht. Ganz interaktiv, schön über den Chat, so wie sich das gehört. Und es gibt sogar einen Churchill 3 Bonuscode, den ich noch von der Gamescom übrig habe, den ich einfach mal raushauen werde, weil ich persönlich brauche den nicht und vielleicht kann einer von euch den gebrauchen. Ist von lowstufiger Premium Panzer, aber was soll's. Zurück zu Linebacker, der sich hier auf eine Scout-Position setzt und guckt, ob er hier irgendwas aufkriegt. Und in der Tat, da ist ein Scorpion, ein 7er Premium-Fahrzeug aus dem Gegnerteam. Das Ding ist relativ stealthy. Außer natürlich, hier wird aufgemacht mitten auf dem Felde. Was er da genau macht, bin ich mir gar nicht so sicher. Sieht aber nicht so aus, als hätte er unbedingt eine seiner besten Runden. Das kommt davon, wenn man sich einen Panzer kauft und entsprechend nicht weiß, was man hier eigentlich tut. Beziehungsweise, wenn ein Linebacker im Busch steht, dann kann das schon mal schwierig für den Gegner enden. Der WZ geht hinten raus. Der TD, der sich da eine relativ gute Position gesetzt hatte, wird von der AT, glaube ich, rausgenommen. Und auch die Hummel nimmt den Scorpion da raus. Und jetzt heißt es so ein bisschen abwarten und Tee trinken. Ne? Schaden hat er bis jetzt noch keinen gemacht. Da geht der T1 Heavy raus, was ihm so ziemlich die Möglichkeit gibt, einfach loszufeuern. Und das sollte eigentlich, jawohl, ein schöner, nicht gespotteter Kill sein. Schon gut, was Schaden aufgemacht. Unterstützungsschaden ist definitiv hochgegangen. Den Schaden, den er selber gemacht hat, bis jetzt der eine Schuss auf den Type. Nicht unbedingt viel, aber das hier muss ja auch nicht zwangsläufig ein hohes Schadensspiel sein. Er macht hier eher den Scout mit dem Mediumpanzer als Load hier. In diesem 7er Gefecht hier kann man das durchaus mal machen. Man muss sich ja nicht immer aktiv so hundertprozentig an dem Spielgeschehen beteiligen. Es reicht auch, wenn man sich passiv ein bisschen mit einbringt. Zum Beispiel mit einer Schere und einem Tarnnetz, wie das Linebacker hier entsprechend macht. Streetswagen 74. Guter Schuss da in die Seite rein vom Turm, wie es ausgesehen hat. Und auch der nächste Schuss sollte, ja, definitiv Schaden machen. Jetzt muss er gucken, dass er sich zurückzieht. Das Teil macht böse, böse Schaden. Und kann durchaus so einen Panzer 3-4 mal eben über den Jordan schicken. Muss jetzt hier ein bisschen gucken, dass er das vielleicht mit dem AMX ein bisschen zusammen koordiniert. Ja, da fast den Schuss so drauf gekriegt. Man merkt es, wenn man anhält, dann geht der Panzer vorne und schickt ihn weiter runter. Da hätte er abdrücken können. Aber sobald der Panzer sich wieder gelevelt hat, hat dann die Gun Depression nicht gereicht an der Stelle. Kann man zum Vorteil einsetzen, wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, um seine Gun Depression ein bisschen zu erhöhen. Vorfahren, Bremse rein, Panzer nach unten beugen lassen durch die Ketten, durch die Hydraulik, die da drin ist und was nicht alles. Und dann entsprechend den Schuss doch noch nehmen. Hat er leider nicht ganz hingekriegt, ist aber auch nicht weiter schlimm. Streetswagen ist tot, er nicht. Und da vorne haben wir einen 1375 und eine Artillerie. Und ja, definitiv der 1375, da ist das gefährliche Ziel. Oh, da hat er den Schuss versemmelt. Kann er rechtzeitig nachladen? Nein. Leider kann er das nicht. Aber der GW Panther und der AMX, die leben auch nicht sonderlich lange. Das Team hat es leider eine Millisekunde zu spät hingekriegt, die beiden da rauszunehmen, beziehungsweise den AMX nur rauszunehmen, was Linebacker dann am Ende noch sein Leben gekostet hat. Aber es war eine gute Runde für einen Scout. Für ein Medium, weiß ich nicht, aber er war entsprechend Load hier und konnte nicht so extrem viel machen. Und wie man gesehen hat, der 1375 war durchaus in der Lage, ihn einfach so rauszuklippen. Und da muss man dann schon als Load hier entsprechend vorsichtig sein. Schauen wir uns passend dazu doch mal die Endstats an. Am Ende war es das Panzers zusammen mit dem Wachposten, den er sich hier erspielt hat. Und wir sehen es hier Auge um Auge. Moment mal, hat er etwa wirklich den AMX noch? Tatsache, er hat den AMX 1375 mit dem zweiten, mit dem letzten Schuss sogar noch rausnehmen können. Halleluja, das habe ich nicht mal mitgekriegt. Schadenstechnisch
Ah, fast 400 mit 2 Kills, aber von den Erfahrungspunkten her mit 945 definitiv top vom Team. Und wir sehen auch hier ganz klar, warum. 3121 Unterstützungsschaden hat er hier gemacht mit seinem Panzer 3-4, einem Tarnnetz und einem Scherenfernrohr. Kann man durchaus mal machen, ne? Panzer entsprechend so einsetzen, wie es die Schlacht nun mal verlangt. 42.000 Silber plus mit dem Premium-Account, Daily Double und der persönliche Reserve machen das Ganze zu 4.254 Erfahrungspunkten mit einem Stufe 5 Panzer der Deutschen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Nicht vergessen, für den Montags-Livestream könnt ihr mir jetzt jederzeit Replays zuschicken. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf den Link zu wltreplays.com klicken, dort euer Replay hochladen und uns dann ebenfalls in der Videobeschreibung stehende E-Mail-Adresse schicken. Das Ganze dauert maximal 2 Minuten und wir können uns dann wunderbar am Montag die Zeit mit euren Replays vertreiben. Es gibt übrigens auch noch ein Ankündigungsvideo dazu, wo ihr abstimmen könnt, ob das Ganze mittags oder abends stattfinden soll. Bitte einmal draufklicken, abstimmen. Und dann können wir das nämlich mit möglichst vielen Leuten zusammen machen und uns da königlich hoffentlich amüsieren. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.